Ja, hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe von News und Mehrs auf meinem Kanal. Heute will ich mal kurz vorstellen, was ich so in letzter Zeit gemacht habe, was ich jetzt nicht als Video produziert habe. Ja, da war zum einen ein Halter für meine Hobel. Den habe ich jetzt auch alle mal überarbeitet, weil die waren doch sehr mitgenommen. Und es macht richtig Spaß, mit diesen Geräten zu arbeiten, mit diesem Werkzeug. Da habe ich gesagt, komm, brauchst du auch einen Halter dafür. Ganz einfach wieder nach dem French Clip System. Also keine große Arbeit. Ja, als weiteres einen Halter für die Schleifpads der Rotex. Da habe ich auf Instagram von Woodshop Projects gab es einen kleinen Beitrag. Das hat mir so gut gefallen, dass ich den gleich nachgebaut habe. Mit Einschüben, die man rausnehmen kann, falls man mal höheren oder größeren Abstand braucht, kann man das versetzen, das Ganze. Ich habe jetzt mal vorgesehen, 8 Fächer von 60 bis 320. Ich denke mal, das reicht eigentlich auch. Und auch die Höhe, das sind jetzt hier 3 cm, kriegt man genug rein als Vorrat. Dann hier für einen Kumpel von mir, der ist sozusagen Holzkutsche, also der fährt Baumstämme aus dem Wald. Und der wollte für seinen LKW für so ein Fach halt eine Werkzeugkiste haben, in den bestimmten Maßen. Die habe ich jetzt auch schnell mal gebaut. Kommen unten noch Hartholzleisten drunter, damit das unten ein bisschen geschützt ist beim Rein- und Rausschieben. Habe ich jetzt gestrichen. Das muss jetzt dann trocknen. Da wird es nochmal gestrichen. Und dann ist das Projekt dann auch fertig. Ja, dann habe ich mal einen Probeanstrich gemacht für den Boden. Das ist eine ganz normale Fußbodenfarbe. Bin jetzt nicht so glücklich, weil sie hält nicht so gut, wie ich eigentlich gedacht habe. Und außerdem müsste ich, glaube ich, den Boden erst nochmal so ein bisschen hier und da mit Ausgleichsmasse bzw. Reparaturmasse behandeln. Aber ich habe vor, den ganzen Boden neu zu streichen. Ja, und streichen werde ich meine ganzen Wände, die nicht aus OSB sind. Ich habe jetzt hier in dieser Ecke angefangen, damit ich den Wagen hier, meinen Holzwagen wieder reinräumen kann. Bin jetzt hier bis hier diese Kante da gekommen. Das mache ich aber immer mal so zwischendurch, wenn ich sonst nichts zu tun habe, was zwar selten ist. Oder was halt, sag ich mal, sonntags, ne, wenn man nicht so viel Krach machen kann. Dann hatte ich ja am letzten Wochenende die Wand hier verkleidet. Gibt es ja auch schon als Video, der Umbau. Eigentlich, was ich jetzt noch machen muss, wie gesagt, ist ja der obere Bereich, dass das endlich mal zu ist. Und dann auch die Fensterfront, da will ich auch die Wände streichen, die ganzen Dübellöcher mal zumachen und dann wahrscheinlich auch die Holzbalken streichen. Das weiß ich aber noch nicht, weil dann müsste ich sie alle streichen und ob ich dazu Lust habe, weiß ich auch noch nicht. Aber kommt alles so während dem Bauen, also ich plane da seltenst was großartig vor, sondern ich habe so ungefähr meine grobe Richtung und dann geht's los. Ja, und hier liegt auch schon das nächste Zwischendurchprojekt. Na, ihr werdet es erraten. Mein Brennstempel ist gekommen. Ich glaube, das hat jetzt, ja doch, wahrscheinlich so 6 Wochen, 5 Wochen hat es gedauert. Ich finde es von der Qualität her sehr gut für den Preis. Also, da kann man nicht mehr verlangen. Einwandfrei. Toll, gefällt mir. Dann habe ich auch noch so einen alten Lötkolben, da habe ich schon mal eine neue Leitung dran gemacht, die war nämlich ganz schön fertig. Das heißt, ich warte jetzt eigentlich nur noch auf die Kupferplatte und auf einen Kupferrundstab, damit ich dann das Ganze zusammenbauen kann und dann kann ich auch die ersten Tests damit machen. Ich denke mal, der Lötkolben wird ausreichend sein. Der hat, Gott, kann man es überhaupt noch lesen, 80 Watt. Ansonsten muss ich mir was anderes überlegen. Ja, das soll es für heute gewesen sein mit News und Updates. Wie gesagt, also die nächsten Projekte, die Verkleidung oben, der Umbau der Absaugung. Aber mein Schrank ist ja immer noch im Weg. Ich habe noch keinen Platz gefunden, wo ich den hinstellen kann. Leer ist er schon seit Wochen. Naja, auch das kommt. Ja, wie gesagt, Samstag, denkt an das Video und dann sehen wir uns. Bis dann, macht's gut, ciao.